Hallo und herzlich willkommen zu einem ja, kleinen Video. Ich möchte euch nur mal ja, frohe Weihnachten wünschen und ja, wenn wir uns nicht mehr sehen, gutes neues Jahr. Ich hatte eigentlich vor, heute Abend noch zu streamen, wenn es funktioniert. Einfach mal den Kanal auschecken und dann seht ihr ja, wenn ich online bin. Und ja, und ich wollte euch einfach mal bisschen ja, Weihnachten wünschen und ja, mich eigentlich auch bedanken für ja, mein erstes Jahr auf YouTube. Es ist wirklich krass, dass ich jetzt schon 90 Abonnenten habe oder 91. Das ändert sich immer. Es geht einmal hoch, einmal wieder runter. Also, das ändert sich von ein, zwei Abonnenten. Geht es immer hin und her und naja, und ich bedanke mich dafür, dass wir jetzt schon so eine schöne Zeit hatten. Und ich will nächstes Jahr, also Anfang nächsten Jahres, will ich dann mal ein bisschen mehr noch machen. Ich weiß, ich war jetzt schon wieder 4 Wochen nicht mehr online fast, also nicht mehr aktiv. Das lag aber daran, dass ich nicht zu Hause war, fast nicht. Dafür wollte ich mich jetzt auch nochmal entschuldigen. Es ging halt einfach nicht. Ich habe es nicht geschafft und ja, aber ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht so böse und ja, ich will dafür dann nächstes Jahr durchstarten und naja, ich will dann auch eventuell, ja, nee, das erzähle ich jetzt noch nicht, da wird dann nochmal ein extra Video kommen, wo ich das nochmal genauer erkläre. Will ich aber noch was, also es ist noch was geplant von mir aus. Was dann auch auf YouTube kommen soll in nächster Zeit und entweder noch in dem Jahr oder dann Anfang nächsten Jahres werde ich anfangen damit. Und ja, es gibt nicht so viel zu reden. Ich habe jetzt auch noch heute vor, heute am Samstag nochmal einen Stream zu machen, jetzt heute Abend, wo dann auch noch, ja, wo mir dann auch noch alle was wünschen können und ja, und vielleicht noch ein paar Sachen fragen wollen, die wo noch wichtig sind. Und das möchte ich dann so als Jahresabschluss machen eigentlich. Also streammäßig wird es wahrscheinlich der letzte werden, weil ich das nicht mehr schaffe. Eventuell kommt dann zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht noch mal ein Video. Da muss ich mal gucken. Ja, was halt, worauf ich halt Bock habe, wenn ich mal noch das anfange, was ich geplant habe, dann kommt es auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und ansonsten dann spätestens im neuen Jahr. Und ja, und ihr könnt mir ja jetzt auch mal reinschreiben, was ihr euch so zu Weihnachten wünscht. Also bei mir ist es, also was ihr euch zu Weihnachten wünscht und ja, und wie ihr Weihnachten verbringt. Die Feiertage, Heiligabend, Feiertage und die Tage danach halt. Bis ein Neujahr. Auch Silvester könnt ihr ja auch reinschreiben, wie ihr das macht. Was ihr da unternimmt. Und ja, und ich, also bei mir ist es so, dass ich jetzt, also ich bin jetzt ja wieder daheim. Das ist ja auch vielleicht ganz wichtig. Ich bin jetzt wieder daheim. Ich war jetzt 4 Wochen immer unterwegs, hin und her. War stressig, ich weiß, und dann konnte ich eben nichts mehr aufnehmen. Und jetzt bin ich eben wieder zu Hause seit gestern. Und ja, und jetzt ist jetzt also ein Tag vor Weihnachten. Wir bereiten jetzt noch irgendwas vor. Und morgen ist es dann so, dass wir in kleiner Familie feiern. Mit, also im kleinen Kreis, feiern, Abendessen und ja, und dann machen wir Bescherung und bisschen zusammensitzen und das war's eigentlich. Und am ersten Feiertag wird so sein, dass wir dann zu Bekannten gehen auch oder zur Verwandtschaft und ja, auch zum Essen schön und ja, auch ein bisschen reden, wahrscheinlich auch die Bescherung machen. Und, naja.
Danach wird es so sein. Zweiten Feiertag weiß ich nicht, wie es da läuft. Da ist wahrscheinlich gar nichts geplant. Danach, ja, 27. auch nichts. 28. habe ich dann Geburtstag und da wird dann auch mit Familie erstmal gefeiert, klein. Und am 5. Januar wird dann nochmal mit Kumpels gefeiert, also da werde ich dann richtig feiern. Und da lasse ich dann mal die Sau raus und weil ich wäre ja 18 und das ist echt, das sollte man schon groß feiern und ja. Und am 29. ist dann wieder ein bisschen frei, 30. auch, 31. weiß ich noch nicht, was ich an Silvester mache, wahrscheinlich auch mit Familie feiern. Ja, und ja, die restlichen Tage, also ich habe bis 7., also 7. Januar ist Sonntag, da habe ich, bis dahin habe ich Urlaub und danach habe ich dann wieder, muss ich wieder in die Arbeit am 8. Und ja, und die Tage werde ich dann ja wahrscheinlich zu Hause halt verbringen. Bisschen ja entspannen eben und vielleicht ein bisschen YouTube machen. Habe ich jedenfalls geplant, dass ich da schön Weihnachten mache. Schön entspannen. Bin schon ganz durcheinander. Und ja. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, jetzt unten reinschreiben, wie ihr euer Weihnachten feiert und was ihr da macht und vielleicht auch, was ihr euch gewünscht habt. Und nach Weihnachten könnt ihr ja dann nochmal in das Video oder unten drunter schreiben, was ihr jetzt dann wirklich bekommen habt. Ich werde es auch nochmal erklären oder sagen, was ich bekommen habe zu Weihnachten und zu Geburtstag. Da wird dann auch nochmal entweder in Stream oder in einem separaten Video werde ich das dann erklären. Und ja. Ja, und das war's dann eigentlich soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten. Und wenn wir uns nicht mehr hören, ein frohes neues Jahr. Gutes neues Jahr. Und ja. Bis dann zum nächsten Mal. Jetzt ist auf jeden Fall heute mal noch geplant. Ein Stream, ich muss echt schauen, wann es losgeht, weiß ich noch nicht. Aber es ist eigentlich schon geplant, ein Stream. Und da können wir dann auch nochmal schön reden oder halt, ihr könnt was reinschreiben, was ihr noch Fragen habt und alles. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Robbie.